Mein Name ist Freigeist Fantassi und Sie sehen Free Art Online Academy News. Heute präsentieren wir, oder genauer gesagt, pitching mal anders, eine von Andy Diggers mehreren Synopsen und Treatments, der auf der Suche nach Investoren, Produzenten und Sponsoren ist. Andy Digger ist ein schweiz-iranischer Drehbuchautor, Fotograf und Filmemacher. Er sagt in seinem Plot auf YouTube in Platagon, über seine Philosophie, ich bin kein Künstler, sondern ich bin die Hebamme der Kunst. Gemäß dem Motto, die Essenz meiner Vergangenheit ist das Ziel meiner Zukunft. Er ist der Gründer und Initiator von Free Art Online Academy, einem Non-Profit-Projekt, das sich derzeit im Aufbau befindet, unter dem Motto L'art pour l'art, das heißt die Kunst um der Kunst willen. Alle seine Werke basieren auf Kreativität in Kunst und Visionen in Wissenschaft. Für weitere Informationen oder Download dieses Projektes als PDF kontaktieren Sie bitte www.facebook.com/freeartonlineacademy oder per E-Mail freeartonlineacademy@gmail.com. Projekt Nummer 1. Treatment von Andy Digger. Titel Birth Hour of a Coexistent Crystal Universe. Die Geburtsstunde des koexistenten Kristalluniversums. Genre Entertainment, Stage Musical mit modernem und traditionellem Tanz. Die Musik von Komponisten aus der ganzen Welt komponiert, begleitet die gesamte Aufführung von Anfang bis Ende. Stimme ertönt. Woher kommt das Kristalluniversum? Woher kommen die Schwerelemente auf diesem Kristalluniversum? Die Geburtsstunde des koexistenten Kristalluniversums hat eine Geschichte, die aus der Geschichte des Kosmos, des Gesamtuniversums entstanden ist. Auf dieses Kristalluniversum, das ein Teil vom Gesamtuniversum ist, welches wir nur erahnen können, hat einen Anfang wie die Entstehung unseres uns bekannten Universums, den Urknall. Wir befinden uns im Zeitraum von vor etwa 14 Milliarden Jahren und es ist passiert ein Urknall, der Anfang von allem. Es ist super heiß und super dicht, unvorstellbar und breitet sich aus, expandiert und wird immer kühler. In den ersten 3 Minuten bzw. nach 180 Sekunden passiert etwas. Die Entstehung des ersten Atoms im Kristalluniversum. Der Geburtsstunde der Elemente. Bei der Entstehung des Kristalluniversums ist alles genau aufeinander abgestimmt. Und es entstehen dort die Elemente, aus denen alles wird, das wir heute in und auf unserem uns bekannten Universum nicht sehen können. Vor diesen ersten vielleicht 10 bis 15 Sekunden ist das Kristalluniversum viel zu heiß, damit sich Atomkerne bilden können. Durch das Sterben von Sternen, die sich zum Teil aufblähen oder manche sogar explodieren mit Geschwindigkeiten bis zu 20.000 km pro Sekunde, rauschen die explodierenden Sterne aus Hüllen und tragen Schwerelemente mit sich, sowie Elemente, die schwerer sind als Wasserstoff und Materie, ins Gesamtuniversum hinaus. Die Folge ist ein riesiger, großer Materienkreislauf. Diese Elemente, weil sie so heiß sind, erheben sich von den galaktischen Scheiben, kühlen sich ab, regnen wieder herunter und wenn dann ein neuer Stern entsteht, dann sind sie mit den Schwerelementen schon eingerichtet. Im Gegensatz zu unserem bekannten Universum und den Lebensformen, die nur aus Kohlenstoff, Atomkernen, Wasserstoff, Helium und Materie bestehen, sieht man die Entstehung unbekannter Lebensformen und Menschen, die nach dem Urknall in kristalliner Form aus Kristall zustande kommen, parallel zur Entstehung unserer Welt. Es ist die Geburtsstunde einer koexistenten Welt, die parallel zu unserer Welt nach dem Urknall aus freigesetzter Energie durch Aufprall und Schmelzung und nach einer schockartigen Abkühlung zustande kommt. Im Gegensatz zu unserer Welt besteht diese Kristallwelt aus Lebensformen auf Grundlage des genetischen Alphabetes, der DNA-Kristallstruktur, unzerstörbare und unvergängliche Elemente mit atomarischer Struktur aus metallischem Glas im Gegensatz zu metallatomarischer Gitterstruktur in einem geheimnisvollen Mineral Wüstenglas aus reinem Siliziumdioxid. Freigesetzte Energie schmelzt Sand und Gestein. Es ist die Geburtsstunde des Wüstenglases. Nun wird die Bühne dunkel. Die Kristallmenschen drehen sich um und erscheinen in gleißendem Licht. Der allmächtige Schöpfer spricht ohne Vermittler direkt durch die Kristallmenschen zu ihnen. Der allmächtige Schöpfer hat keinen Überbringer seiner Botschaft ausgesucht und ausgewählt, sondern spricht direkt zu und mit allen. Der Schöpfer spricht: Ich bin nicht die zentrale Macht, sondern bin euer Lebensbegleiter. Es gibt nur das Gute, kein Böses,
keine Sünde und keinen Teufel unter euch. Wenn es ihn geben würde, dann ist er nur eure Erfindung. Habt euch lieb, gute Taten, gute Gedanken und gutes Sprechen und seid solidarisch zueinander. Habt keine Angst und Ehrfurcht vor mir, da ich euch nur lieb habe und immer lieb haben werde. Ihr werdet nie von mir bestraft werden und bestraft euch untereinander auch nicht, weder in meinem noch in eurem Namen. Diese Form, direkter Kontakt vom allmächtigen Schöpfer zum Volk der Kristallmenschen, führt dazu, dass Gottes Wort nicht missbraucht und falsch übermittelt oder falsch instrumentalisiert wird und dadurch kein Fanatismus entstehen kann. Es bilden sich Sippen, Gruppen und Zivilisationen unter den Kristallmenschen, die sich umarmen, tanzen, Mischung zwischen Modern Dance und traditionellem Tanzen. Sie setzen sich das Ziel gemeinsames Wachstum, welches nicht zu Konkurrenzkämpfen führen darf. Und es entwickelt sich weiter in Form friedlicher Politik und in Wirtschaftsbeziehungen unter Kristallmenschen ohne wirtschaftliche Interessen. Unter den Kristallmenschen bilden sich diverse koexistente Existenzformen, unter anderem die folgenden Figuren, die sich ohne jegliche Macht und Einfluss auf Kristallmenschen in der Kristallwelt gebildet haben. Alle tragen Gesichtsmasken. Eine dunkelhäutige Päpstin, eine Rabbinerin, ein weiblicher Ayatollah, ein weiblicher buddhistischer Mönch, ein von einer niedrigen Kaste stammender Mönch im Hinduismus. Dort herrschen keine Kriege und keine Gewalt, sondern es ist eine friedliche Welt, wo alle friedlich und solidarisch zusammenleben und wo Religionen, Politik und Wirtschaft in anderer, koexistenter Form zustande gekommen sind. Hier werden alle im Gegensatz zu unserem existierenden Planeten in einer friedlichen Welt leben, in der alle freundlich und tolerant zueinander sind. Eines Tages kommt ein Raumschiff vom Planet Erde mit Menschen auf den Planet der Kristallwelt, mit dem Ziel der Eroberung und Missionierung der Kristallmenschen des neu entdeckten Kristalluniversums. Die Erdmenschen haben Milliarden Lichtjahre gebraucht, bis sie das Kristalluniversum erreicht haben. Sie hatten sich vorgenommen, zuerst ihre Sprache, ihren Glauben und dann ihre Wirtschaftsmodelle im neu entdeckten Kristalluniversum zu verbreiten und damit das neu entdeckte Universum zu erobern und auszubeuten. Mit unerwarteter großer Überraschung beobachten die Erdmenschen die politischen, religiösen und wirtschaftlichen Abläufe im Kristalluniversum und betrachten einander staunend. Aus Sicht der Erdmenschen wird eine liebesmenschliche, politische, religiöse und eine Win-Win-wirtschaftliche Beziehung zu den Kristallmenschen undenkbar. Denn diese Form von Leben und Beziehung kennen sie nicht. Sie reflektieren über ihre Vergangenheit und die Entstehung und Entwicklung ihres Planeten. Sie stellen sich die Frage, warum gibt es so viel Krieg bei uns, den es dort nicht gibt? Warum sind wir so weit auseinander, obwohl wir alle vom selben Ursprung sind? Warum gibt es so viele Missverständnisse, Machtansprüche und Konkurrenzkämpfe unter Religionen, obwohl wir alle Geschöpfe von einem einzigen Schöpfer sind? Am Ende führt diese Reflexion und ihr Vorhaben zur Reue. Sie entscheiden sich, das Kristalluniversum zu verlassen und ihre Erlebnisse und Erfahrungen mit sich auf die Erde zu bringen, mit dem Ziel, dass das Erfolgsrezept auf der Erde importiert und aufgebaut wird. Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Bis dann. Tschüss.